Karlsruher Hochzeitstage 2010. Das ist Savage. Er tritt gleich zum Weltrekordversuch an. 40 Hochsteckfrisuren in einer Minute. Das Problem? Ihm fehlen noch die Modelle mit möglichst langen Haaren. Er hat keine Wahl. Er muss losziehen und die passenden Modelle finden. Savage gibt sich alle Mühe, aber sein Plan vom Haare hochstecken stößt bei der Frauenwelt auf wenig Begeisterung. Wohin er auch geht, nur Absagen. Schließlich ruft er seinen guten Freund und Frauenschwarm Frederik an und erzählt ihm von seinem Frauenmangel. Aber Frederik hat für Savages haarige Probleme keine Zeit. Oder vielleicht doch? Savage weiß nicht mehr weiter. Der Rekordversuch steht vor dem Aus. Plötzlich taucht Frederik auf. Und er hat Savage die heißesten Frauen aus ganz Karlsruhe und Umgebung aufgetrieben. Auf Frederik ist eben doch Verlass. Der Weltrekordversuch kann beginnen. Und schon geht es auf die Bühne. Dort wartet die nächste Herausforderung auf ihn. Savage kennt die verschiedenen Haarstrukturen der Modelle nicht. Er ist darauf angewiesen, dass die Frauen konzentriert mitarbeiten. Der Friseurmeister aus Gaggenau gibt klare Anweisungen. Stäbchen nach hinten halten, Haare nach hinten werfen und nach vorne schauen. Nach kurzer Kennenlernphase wird es ernst. 3, 2, 1, los! Geschafft! 39 Hochsteckfrisuren werden von der Jury bestätigt. Savage ist ein neuer Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde sicher.